So, hallo, wir machen weiter bei Deltarune, zweites Mal Durchlauf von Chapter 2. Wir sind mit Noelle schon wieder in der Stadt unterwegs, werden jetzt demnächst auf Birdly treffen, werden dann Spamton erledigen und ich denke, wir kommen auf jeden Fall schon in Queen's Mansion in diesem Part. Sollte mich wundern, wenn nicht. Letztes Mal haben wir uns das Gäste-Eck auch noch geholt. Ja. So. Und ja, ich glaube, ansonsten ist nichts Bemerkenswertes gewesen. Nicht, dass ich jetzt wüsste. So, zack, zack. Easy. Oh, wieso hat jetzt in Action nichts gebracht? War in Action nicht Maus fangen? Scheinbar nicht. Na gut, dann sperren wir ihn mal weg. Ach, sie hat, okay. Ach, das ist okay, das ist... Ja, ich verstehe. Das ist was anderes gewesen. Okay. So, damit haben wir jetzt auch den dritten Pop-Up-Typen in unserer Dings drin. Und Mäuse haben wir, glaube ich, eh schon alle drin. Ja, die sind schon rekrutiert. Gut. Yay, mehr City-Bagels für unseren Storage. Wir sind schon gar nicht mehr im Inventar unterwegs. Genau, jetzt kommt der Kampf gegen Birdly. Kriegen wir. Diesmal ohne irgendein Problem. Ohne ständig Items zu verbrauchen. Ich bin gespannt, ob ich besser bin. Also wenn ich jetzt auch wieder massig Items verbrauche, bin ich nicht besser. Offenbar. So. Okay. Plus 16. Oh je. Ah, das ist nach wie vor eine interessante Attacke. Okay, Oh Gott. Okay, ich bin nicht besser. Holy moly. Kann sie schon heilen jetzt? Scheibenhonig, da braucht sie 32 für. Dann müssen wir das anders machen. Defend und sie heilt sich mal selbst. So. Ach ja, die kamen ja auch wieder dazu. Oh Gott. Sheesh. Okay. Sehe schon, das läuft genauso schlecht wie das letzte Mal. Die kann sie aber einschläfern, ne? Die müsste sie einschläfern können. Genau. Und zwar beide. Sehr gut. Nein! Okay. Chris könnte jetzt eine Heilung vertragen. 22 kann ich noch nicht heilen. So. Okay, Chris noch eine Heilung. Ich muss halt mal ein paar Phasen schaffen, ohne zu schaden zu... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich krieg's nicht hin. Okay. Play smart. Sehe schon, ohne Items wird das nichts hier wahrscheinlich. Nicht da mal ein paar... Oh, das war mal ein bisschen besser ausgewichen. Das war jetzt mal ein bisschen besser ausgewichen. Da können wir nochmal play smart machen. Why are you hitting me? Nein! Oh mein Gott. Noelle ist schon wieder fast down, aber Noelle kann jetzt auch so heilen. Dann kann ich einmal Play Dump machen und Noelle heilt sich.
wird. Das ist ja eigentlich keine so... Mann! Ach! Keine so schwere Attacke. Zum Glück hat sie mich nicht erwischt. Nee, jetzt müsste ich wieder geheilt werden. Ich versuch's ohne Items. Ich will's ohne Items schaffen. Nein! Nein! Oh, Noel ist down. Mist. Mist. Wie haben wir denn? Mercy 72%. Ich bin ja wieder bei 120. Also ich halte ein bisschen was aus. Ein bisschen was halte ich aus. Nice, das war gut, das war gut, das war gut. So können wir weitermachen. Play Dump. Ah, es wird doch, es wird doch, es wird doch. Nice. So. Weil sie heilt sich ja auch von selbst ein bisschen. Und ich brauche eigentlich nur noch zwei Runden. Ja, wenn ich jetzt den... seine Not wieder ausweichen kann, dann haben wir das. Dann haben wir es. Ein paar Mal darf er mich... Okay, das war's. Nice! Ohne Items und sie ist sogar auch wieder da. Ja, dann können wir nochmal richtig reinknallen. Hier. Easy. Gut. Ja, he hit me in the face with a tornado. Das hat er getan. So, aber ich muss sagen, so viel besser war der Kampf jetzt auch nicht. Ich hab das besser erwartet, tatsächlich. Also nicht besser im Sinne von spieltechnisch besser, sondern ich war schlecht. So, auf geht's. Get the banana. Let's go! Ups. Es gibt bestimmt auch hier wieder ein Item, wenn man keines trifft, aber naja, was soll's. Potassium! Leider habe ich es nicht geschafft ohne Item. Ohne Item, ohne Treffer. So, Spamton. Now it's our turn. Oh je. So. Okay, Act. Deal. Mal gucken, ob ich sie noch weiß. Not interested. Ah, nee, den erst muss ich annehmen. Den erst muss ich annehmen. Ah, das war falsch. Egal, ich wollte nur schon mal TP aufbauen. Das ist alles. Guck mal, wie schön ich TP aufbaue. Hui. Auch wenn ich nicht weiß, was ich bei Chris mit TP will, aber hey! Nee, will ich nicht! Zurück! Ach ja, Heal Deal. Stimmt, Heal Deal kann ich ja machen. Ich will ja sogar TP, sehr gut. Don't give. Aua. Aua.
Perfekt. Deal. Press F1 for help? Warte mal. What? Der heilt einen, wenn man F1 drückt. Das war nicht nur so ein Gag, das passiert wirklich. Ah, ich wollte ihn nicht kaufen. Ups. Das passiert wirklich, wenn man F1 drückt, dann heilt er einen. Immer? Oh, das war die falsche Taste. Nee, nur einmal. Okay. Interessant überhaupt, dass das geht. LOL. LOL. Ey, super interessant. Das habe ich nicht gewusst. Der heilt einen einfach, wenn man F1 drückt. Macht das Bampton Neo auch? Okay, es geht wirklich nur einmal. Krass. Ah, ich muss refu... Scheiße. Aber ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm. So. So. Easy. Okay. Ja, und da haben wir jetzt dann ein bisschen, wenn man es jetzt gut rauslesen konnte, gesehen, wo man hin sollte. Ah ja. Come alone. So, zack. Weiter geht's. Ich muss ganz kurz was nachlesen. Sekunde. So. Ach nee, jetzt kam ja erst der Teil mit dem Text, ne? Richtig, wo sie von ihrer Schwester erzählt. Und das Wort, was sie nicht buchstabieren konnte. Was man dann ja auch von Birdly erfährt, ne? Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, sie buchstabiert jetzt nämlich Dezember. Ah, das muss jetzt, ja, das muss jetzt nochmal alles lesen. Okay. Und ihre Schwester heißt ja scheinbar auch Dezember und sie nennt sie Des. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also das ist schon wieder alles durchdacht gewesen. Nur damals hat man es halt noch nicht kapiert. Kommst du? Well, ah. So. Okay. Zack. Dezember. Diesmal habe ich es verstanden. Ach, jetzt kommt der Quatsch. Das ist jetzt ja alles wieder nur Textvorgespule. Jetzt bekomme ich den Preis. Ah, das habe ich auch gesehen, an wen man den Preis geben muss, damit man sieht, was da drin ist in dem Preis. Jetzt kommen wieder Entscheidungen. Nice. No, give to Birdly. Chris, have you seen?
Chris, we took a break from choosing for 1 second, and you're already back with Susie? Huh? Should have expected this, huh? You couldn't keep up with my puzzle-solving skills. A plush of me? With nipples? Huh? Guess I'll forgive you for now. See you, Chris. In jedem anderen Fall sieht man nicht, was das Geschenk ist. Why the hell did you give it to Birdly? Let's just get the hell out of here. Okay, der Rest ist klar. Den Rest kennen wir. Und wie sie Susie anguckt, wenn man es checkt, ne? Oh Mann, oh Mann. We have a truce. Und sie will jetzt ja, dass Susie... Und da sieht man auch, wie sie guckt, ne? Ich glaube aber, das ist mir damals auch schon aufgefallen. Ich weiß es nicht mehr. Oh, weil man das Geschenk gegeben hat, geht jetzt auch mit. Okay, guess I'll join too, but only for this room. No one was asking. Der Starwalker ist auch wieder am Start. Kann ich mit denen jetzt irgendwas machen? Nee, ne? Ich glaube, die hauen dann halt einfach ab. Ja, okay, alles klar. So. Ich muss an der Stelle kurz mal pausieren. Das betrifft euch aber nicht, nur mich in der Aufnahme. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. File saved. Weiter geht's. Jetzt kam... Genau. Jetzt kam der Spaß. Ach ja, das war das, dass wir oben warten müssen. Nicht oben warten, dass wir sie abliefern müssen. Einmal. Das war der Spaß, ich erinnere mich. Das war für eine Kiste auch, ne? Ach, jetzt kommt doch auch erstmal der Quatsch mit dem Mäuse. Nicht Mäuse. Ah, doch, mit dem, wo man die Mäuse ja. Und dann am Schluss den Korb. Ich erinnere mich. Nein, ich wollte nicht ins... Ich will nicht ins... Oh Gott. Jetzt mal gehe ich aufs Menü. So, jetzt einmal runter. Einmal hochfahren. Da dachte ich damals, irgendwas wird passieren. Queen holt die sich gleich wieder. Aber nein. Alles entspannt. Alles easy. Aber es hätte gut sein können. Ich meine, man kennt ja Toby Fox so ein bisschen. Der doesn't seem to be a wee... Ach, geh heim. Ah, was musste ich denn da machen, dass ich da rankam? Gott dang it, ich muss erst das Schild lesen. Ah. Okay. Meinetwegen. Habe ich jetzt gar nicht... Ich habe nichts bekommen. Ach, the Trash of Air, ja. Okay. Jetzt checke ich das erst. Moin. Habe ich euch alle schon rekrutiert? Ich glaube, ja. Ja, nice. Ja, alle schon rekrutiert. Easy. So. Zurück zu Noel. Bam, bam, bam. Und bis sie wieder guckt auf Susi. Da läuft sie gerne. So, jetzt kommen die Mäuse. Ah, nee, jetzt. Also, ich wollte gerade mal gucken, wie die das machen, dass Noel da stehen bleibt. Sie verschwindet einfach sozusagen. Okay.
So, wir versuchen es mal ohne Hit. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas dafür. Nö. Schade. Okay. Trap Ball. Was ist Upgrade? Das gucke ich mir jetzt mal an. One Solution for Maus. Hier, Kitty Kitty. Oh, lol. Ach so. Das habe ich. Habe ich das nicht damals auch schon gemacht? Lol. Habe ich das nicht damals auch schon gemacht, dass ich die Katze dazu geholt habe? Ich glaube ja. Oh Mann. So, Petting. S-Action auf die Maus und dann kann Relsi die wegsperren. Halt. Nee, Quatsch, wir müssen hier nochmal acten. Dann sperrt Susi die Maus und Relsi sperrt die Maus. So. Weiter geht's. Genau. Der Spaß hier. Ups. Rein mit dir. Ach, ich muss erst. Ja, ja. So. 20. Teamwork. Easy. So, weiter. Husch. Abflug. Und jetzt noch der Korb. Zack. So. Und wir sind bei Queens Mansion angekommen. Langer Text, incoming. Nothing we can do. Ach ja, so. Dann holen wir mal Lance heraus. Oder den Starwalker. Oder das Egg. You used the egg? Wait, what? Ah, okay. Wollte schon sagen, hä? Ach, guck mal, der Starwalker ist immer noch da oben. Ach so, ja klar, ist immer noch da. So, Lancer, Abflug. Ich wähle dich, Lancer. I choose you. Tja, wäre nur gut. Wir hätten es nicht getan, weil, naja, wir wissen ja, was passiert. So. Ich gehe stark davon aus, dass es nichts bringt, hier das alles nochmal anzuhören. Aber hey, wir machen es nochmal kurz durch. Die Tutorials sind halt, das war eines der besten Wortspiele hier überhaupt. Das fand ich super gut. So. Und das war's mit Lancer.
So. Haben wir auch alles nochmal abgehört. Und mein Raum ist jetzt voller Schaufeln. Großartig. Aber warum Catty? Also, was hat die hier? Die hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Und Joggington eigentlich ja auch nicht. Ja, und Asriel, das ist halt das Interessanteste. Das ist halt echt das Interessanteste. Ach, jetzt kommt der. Ah! I remember. Zum Glück geht das echt schnell. Zum Glück geht das echt schnell. Oh Mann, oh Mann. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie das war. Na? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Oh mein Gott, das funktioniert. Oh, das war Zufall, dass ich das gleich richtig hatte. Das war purer Zufall. So, letztes Puzzle. Nein. Ach ja, so, jetzt kommt die Story von Birdly. Die ja gut ist, die Story, nur jetzt gerade brauche ich sie halt ehrlich gesagt nicht. Aber hier ist, ne, hier sieht man es jetzt nochmal, um da nochmal drauf hinzuweisen. Die sollten ja, war ja Buchstabierwettbewerb und Noel war immer schneller. Immer schneller, bis auf dieses eine Wort. Dezember hat nicht geklappt. Und fortan war er der Genie. Ja, da musste sie wohl an ihre Schwester denken. So. Das Krasse ist, wir können jetzt im Prinzip tatsächlich den Spammed Neophyte machen, ne? Wir haben alles dafür. Kann man das jetzt machen, bevor... Ja, es muss ja eigentlich jetzt gehen. Eigentlich muss es jetzt gehen. Oder war das viel Text? So. Weiter geht's. Ciao, Lancer. Einmal texten. Nein, nicht zweimal, aber ist ja wurscht. So, kennen wir ja alle schon. 4802, vergleich das mal mit dem Geld, was wir damals hatten. Jetzt kann ich nämlich mir tatsächlich dreimal den Royal Pin leisten. Die Frage ist nur... Aber es macht ja bei jedem einen Plus, also es wäre eigentlich schon sinnvoll, ne? Wir gucken jetzt mal, bei wem ich gar keinen Armor abgeben will. Lass mich mal kurz gucken, bei wem ich gar kein Armor abgeben wollen würde. Also Chris könnte das White Ribbon loswerden. Die Silvercard behalten wir auf jeden Fall, das ist klar.
Susi könnte das Iron Shackle wahrscheinlich loswerden. Increases Attack, aber brauchen wir ja nicht. Nein, zurück. Und Welsi. A Bracelet made out of very simple inscript. Ich denke, das Dice Brace könnte auch raus. Devil's Tail auf jeden Fall nicht. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Aber dann hätten wir bei jedem eines, was raus kann, ne? Dann kaufen wir 3 Stück. So, dann gucken wir doch mal. Also, Chris bekommt Royal Pin anstatt White Ribbon. Jawohl. Zack. Dann Susi bekommt Royal Pin anstatt, ja, perfekt, Iron Shackle. Und Welsi bekommt Royal Pin anstatt Dice Brace. Ja, perfekt, passt. Optimal. Alle eine Verteidigung höher. Nehmen wir. Das nehmen wir genau so mit. Sehr schön. So. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, kann ich jetzt schon zu... Kann ich jetzt schon zu Spamton gehen oder muss ich dafür erst diesen... dieses Ding finden? Kann ich da jetzt schon hin? Nice. Dann kann man das ja gleich machen. Perfekt. Nein, erst talken. Ja, Keegan from the Gazeman, da hat das gesagt. Jetzt hören wir noch mal kurz was zum Knight an. Vielleicht hat er noch, vielleicht weiß der noch was. Speaking of communion quested, you know that the Knight... No, I'm sorry, I didn't mean to. Too many excess vacation days. Take a goddamn vacation straight to hell. Friends. Mike, Chris. Yeah. Ja, okay. Bei Moa. Da ist das Keegan. So. Dann ist es günstig. Da war's. Zu langsam. Oh, für 8. Nice. Bester Deal. S-Potion affects HP a lot. The smooth taste of the big one. What? Cut anything to pieces. Das wäre wahrscheinlich was für die Genozidroute. Nicht für jetzt. LOL. Das ist doch fake. Das ist doch... Niemals kann ich diese Ausrüstung machen. Aber wir gucken es uns mal an. B-Shot Bounty. Big Shot Bounty wahrscheinlich. Bounty oder irgendwie sowas. Never ever. Never ever geht das. Bye. Was hat er noch? Ach, das ist... Hä? Ah, das ist das Gleiche. Ach so. Okay. So, was habe ich da jetzt gekauft? Ja, genau. Great Bounty, ist es das? A note Bounty seems to have lost much of its defensive value. Ja, okay. Scam. Natürlich ist es Scam. Oh, kann man bei ihm eigentlich teurer verkaufen? Was? Ich kann bei ihm gar nichts verkaufen. Ja, okay. Er will nur verkaufen, er kauft aber nichts. Alles klar. Gut, dann haben wir das geklärt. Gut, dass wir drüber geredet haben. So.
It's a door. Wie lange sind wir jetzt in der Aufnahme? 35 Minuten wahrscheinlich, wenn ich es zusammenzähle. Muss ja die 15 Minuten, die ich vorhin hatte, noch dazu zählen. Ich glaube, das waren 15 Minuten irgendwas in dem Dreh rum. Gut, dann können wir kurz noch hier rumlaufen. Ja, ja. Hier schneller durch, wie du gucken kannst. Ja, wurscht. Revive-Mint. Nice. Leckeres Revive-Mint. So, wir machen keine Poachs diesmal kaputt. Ich will einmal versuchen, da durchzulaufen vernünftig. Ohne, dass Susi das nämlich auch kaputt macht. What? Oh, das ist ja frech. Ach, und jetzt macht sie die... Lol. I see. Da muss man so jonglieren und das macht man natürlich dann falsch. Ja, gut, dann ab in den Kampf. Denn wir müssen ja eh mit denen, so, der eine ist gelb, der andere ist grün. Wir lassen den gelben mal gelb. Ich werde mit Chris mal nur defenden und mit Susi mache ich den mal eine Stufe wärmer. Und wandert der dann. Und mit Welsi mache ich den mal eine Stufe kälter. Nice. Sehr gut. Dann haben wir es ja schon zusammen, Kollegen. Nein, ich wollte das Bonbon. So, Spare und Spare. Easy. Das geht doch gut los. So. Ah, die kommen hier gar nicht mehr. Okay, verstehe. Ja, es kommen noch genug auf dem Weg. Wir wissen es ja. So, jetzt hier. Das habe ich damals falsch gemacht mit dem Namen. Task. T-A-S-K. Timberly. Ganz rechts ist Timberly. Task, T-A-S-Q ist unten. Also K ist oben. Timberly ist rechts. Unten ist Q. Und das ist C. Das heißt, das Alphabetische als erstes ist ganz links. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hinkriege diesmal. Ja. Das ist jetzt das linke. C. T-A-S-C. Das dritte. T-A-S-C, T-A-S-K, Timberly und T-A-S-Q. Also Timberly kommt ganz zum Schluss. Q ist das dritte, unten. Q war unten, ne? Ja, das ist dann Timberly. Wie? Jetzt ging es um die Nummer! Du... Ich dachte, jetzt geht's ums Alpha... Nummer. Frech. Na gut. Seh schon, wir schaffen es leider nicht.
Aber ist okay. Dann ist es halt so. Oh, das war schlecht. Ich dachte, ich kann ihn wegsperren, aber es hat nicht gereicht. Dann eben so. Nice. Ja, das war... Ach, Mann. Ich will das einmal, hätte ich das aber... Ah, 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Ah, ich will das einmal schaffen. Ärgerliche Momente. Was denn damals gemacht? Bin ich dumm? Oh mein Gott, das war knapp. Ups. Ciao. War da eigentlich was? Nee, ne? Da, 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 da. Du, du. Du, 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 du. So, er ist jetzt hier und sagt, hier ist ein Geheimraum. Na, genau. Erstmal die Kiste. Chainmail. Armor. Haben wir da wieder was, was besser ist als irgendwas anderes? Send it to 10 others or it'll lose its defensive rating. Ja, moin. Ich würde sagen, hier auch nicht. Oh, doch. Chainmail ist besser als Silver Card. Ja, okay. Weiß ich noch nicht. Oh, Chainmail ist aber besser als Devil's Tail. Devil's Tail, ja dann. Ich meine, andere Sachen sind schlechter, ne? Aber die Defense geht halt hoch. Und Defense ist das, was wir brauchen in unserem Modus. Also dann Devil's Tail, Abflug. Du bist raus. So, wo war jetzt dieser Scheiß? Oh, Gott sei Dank. There we go. So, jetzt kommt wieder dieses wunderbare Tassenfahren. Oh je. Kommt dieses wunderbare Tassenfahren. Sheesh. Ich hoffe, ich krieg's hin. All das ist schon uff. Das ist schon uff. Safe. Da war nichts weiter drin, ne? Genau. Da, 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 da. Und Dark Dollars. Nix. Oh nein. Oh nein. Muss ich ganz nach hinten laufen? Okay. So. Wie viele Versuche werde ich brauchen? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt nicht wissen. Gott, es geht schon wieder los. Oh mein Gott, ich hab's. First try, ja, easy. Ja gut, aber ich wusste jetzt halt auch schon, was kommt. Das muss man halt echt dazu sagen.
hier, die bleiben einfach leer, ne? Da kam nichts dazu. Okay, ist in Ordnung. Ist okay, Spiel, ist okay. Ich verstehe das. So, dann können wir jetzt die CD einlegen. Dann holen wir Spamton ab. Und so weiter und so fort. You know the deal. Falscher Weg. So. Nicht die CD einlegen, die CD rausnehmen. Da muss ja Spamton drauf und dann wird Spamton da drauf geladen und dann geht's ab. Aber nicht mehr in dem Part, das kann ich jetzt schon sagen. Nicht mehr in dem Part. So. Dann war auch schon alles. Da. Spamton, I have something for you. Nee, nicht hier. Nee, nicht hier. Ciao. Talking. Transfer. Und Spamton ist auf der Disk. Sieht man das jetzt eigentlich in den Key-Menüs? Key-Items? Ja, loaded Disk. You can feel it smiling in your hand. Ja, das glaube ich sofort. Okay. Ach, ganz ehrlich? Wir können ja einen Versuch mal wagen. Einen Versuch können wir ja mal wagen. Also in dem Part noch, meine ich. Ich will auf jeden Fall mal diese Sache mit dem F1 probieren, ob der mir auch mich auch heilt. Ob das genauso funktioniert. Das wäre super cool. Glaub's aber nicht. nothing happened. So ist es. Und ich meine, das Wichtige ist halt am Anfang schön viele Fäden gleich zu ziehen, weil dann läuft's. Let's go! Big shot! Oh yes. Spammt Neo, snap all. Oh shit. Guter Start. Ja, guter Start. Wir sind gleich. Ja, geil. Okay. Funktioniert F1? LOL. Das hätte tatsächlich funktioniert. Okay, das geht einmal sozusagen. Okay, cool, gut zu wissen. Ja, gut, das, jetzt haben wir natürlich ein fettes Problem. Holy shit.
Nein! Aber wieso war Chris eigentlich so? Das hat ja, der hat ja richtig böse Schaden genommen. Hat der gar keine Verteidigung mehr oder habe ich irgendwas verbockt? Der war ja, also der war ja sofort down. 44 hat es abgezogen. Das war nicht normal. Reicht noch nicht. Ah, jetzt kommt der Quatsch mit den Kugeln, ne? Nein! Oh, shit, my life. Das war knapp. Okay. Eieieiei. Ich frage mich, warum Chris so böse ist. Also das hat ja richtig, ne? Hat ja richtig gezwiebelt. So, heilen wir mal Chris. Wie weiche ich der Scheiße jetzt aus? Alter, Chris kriegt... Yo! Was ist mit seiner Verteidigung? Was ist los? Wieso ist der so... Hä? Irgendwas habe ich verbockt. Bei den Stats. Ganz offenbar. Habe ich irgendwas verbockt. Irgendwas habe ich böse verbockt bei den Stats. Weil selbst wenn ich jetzt hochheile, er ist ja gleich wieder down. Shit. Wo habe ich denn da Mist gebaut? Shit. Okay, Chris kann wieder geheilt werden. Aber er ist halt sofort wieder down. Also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Irgendwas habe ich mit Chris komplett versaut. Irgendwas habe ich bei Chris komplett versaut. Aber jetzt snappen wir mal wieder all. Bitte nicht Chris treffen. Okay, nee, Susi, die nehmen alle so viel Schaden. Okay, die nehmen alle so viel Schaden. Ich dachte, es ist nur Chris, die nehmen alle so viel Schaden. Wenn er mal gescheit trifft. Uiuiuiui. Ah, shit. Ja, doch, die nehmen alle so viel Schaden. Alles gut, dann war das vorher auch schon so. Dann ist alles in Ordnung. Also in Ordnung ist es nicht, aber... dann ist es halt so. So. Snap. Sollte Racy sie vielleicht erstmal selbst heilen am besten? Ich bin skeptisch, wen heilen wir denn so ein bisschen. Wir müssen Chris heilen, weil nur er kann halt alle Sets ersetzen. Aber Chris ist halt gleich wieder down. Oh nee, jetzt kommen die Kugeln. Wenn ich die nicht treffe, ist das richtig kacke. Oh shit. Oh shit. Okay. Ja, jetzt ist Reality nämlich down. Heals Team.
Wäre eigentlich gar nicht so schlecht jetzt der Club Sandwich, oder? Spin Kick haben wir auch noch. Heals Team 140. Machen erstmal so weiter. Zweimal kann ich snappen. Aber es ist halt. Ah, es ist. Ja. Oh shit. Das hat getroffen. Oh shit. Boah. Jetzt wäre vielleicht doch so ein Ding ganz gut. 59 haben wir erst. Das ist halt noch nicht viel. Na komm, wir probieren mal den. So, sie kann ja trotzdem snappen. Jetzt wäre es gut, wir bleiben in der Runde. Nein! Schön am Leben bleiben, dass wir alle snappen können in der nächsten Runde. Okay, wir können alle snappen. Sehr gut. Nein! Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine gute Phase, um TP aufzugeben. Das war knapp. Okay, geschafft. Können wir nochmal F1 machen eigentlich? Nein, das geht nur einmal. Ah, verdammt, das habe ich versaut. Weil das wäre auch ein All-Heal, ne? Für alle. 68%. Ah, es wird nichts, es wird nichts, es wird nichts. Es wird nicht reichen. Ich meine, wir holen jetzt unsere TP komplett hoch, aber ich... Wobei, ich könnte dann mal in der nächsten... Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, in der nächsten Runde mal die TP nutzen. Okay, Susie ist down. Für den Fluffy Guard wollte ich sagen, aber... Bin ich skeptisch. Ja, komm, wir machen mal Fluffy. Oh, jetzt kommt der... Ja, jetzt kommt die Phase. Nee, es kommt gar... Ah, das war gar nichts. Okay. Okay. Snap. Können wir ein doppeltes Fluffy Guard machen? Also bringt das was? Kommen dann mehr Dinger? Die ich eh schon habe? Ja, tatsächlich. Geil. Das ist ja dann jetzt voll praktisch. Okay. Wenn Susie jetzt da wäre... Oh, wir wären fast fertig. Oh, verdammte Axt. Verdammte Axt. Wir sind fast fertig, aber wir sind auch fast down. Okay, folgendes. Spin Cake. Und er macht noch einen Fluffy Guard zur Sicherheit. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Runde hier durchkommen. Scheiße. Schon. Weil das zieht ihm auch nochmal ab. Wie viel ziehen wir ihm jetzt ab? Oh mein Gott, wir haben es fast. Wir haben es fast. Snap all und der nächste Runde wäre es weg. Also selbst wenn jetzt zwei Sterne... Selbst wenn jetzt einer drauf geht, nächste Runde wäre es weg. Das war's. Das war's. Nice. Sehr nice.
Oh mein Gott. Und jetzt bekommen wir wieder einen Shadow Crystal. Und Dealmaker. Ich glaube, Dealmaker war eine Waffe, ne? Ich glaube, damit kommen wir leider nicht kampftechnisch weit. Nee, war keine Waffe. Oh, war Dings. Ach, plus drei. Okay, das ist dann besser als die Silver Card. Ja, dann kriegt Chris den Dealmaker anstatt die Silver Card. Passt. Dann haben wir noch eine Silver Card jetzt über. Aber, ja, das macht halt überall den Dings weniger. Nee. Nee, also von der Verteidigung her und es sind jetzt nur noch 5%. Chris kriegt jetzt ja plus 30%. Yo, das ist voll gut. Und das können wir jetzt auch mal behalten. Ah, wir spielen ja jetzt in unserem Hauptspielstand. Sehr, sehr nice. Einfach plus 30% Geld. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Haupthalle und speichern da. Hey, so, are we seriously not gonna talk about any of that? That was goddamn weird. Hab ich das damals auch gehabt? Schon, ne? What the hell does any of that mean? And the way he just broke. I don't think it meant anything, Susie. It seems like it was just a corrupted program. He turned into our ally, so let's just accept it. Chris, you've got goosebumps. You okay? Yes. You say it all strained like that? I'm not gonna think you're okay. Hey, Wellesley, you think Chris is okay? Well, they seem a bit shocked, but Chris doesn't want us to worry, so let's not push them for now. Chris, I'll make some cake for you later, okay? We could even make it chocolate flavored. Butterscotch, cinnamon, whatever you want. Well, their stomach is rumbling out, but the goosebumps aren't gone. Chris, if you're cold, you can share my scarf. Sure, Susie could. What? No, hell, if I'm giving you my jacket. You make me cold, I'm burning you knuckleheads for warmth. Susie! Too late, already imagining you guys as idiot-scented candles. Ha, that got Chris smiling, let's go. Jo, den Text hatten wir auf der Switch nicht. Warum? Weil ich den Dealmaker nicht angezogen habe, oder was? Weil ich meine, wir haben doch sonst alles gleich gemacht. Wieso hatten wir den Text nicht? Weil es nicht der zweite Shadow Crystal war? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Jetzt ist es doch eine Stunde geworden. Macht nichts. Dafür haben wir Spammed Neo erledigt. Und tschüss.